Jo Leute, zurück bei Alien vs. Predator. Wir gehen auf Fortsetzen und dann müssten wir jetzt auch eigentlich so langsam doch mal zum Schluss kommen. Ich bin schon verwundert genug, dass ich gestern den ganzen Tag aufgenommen habe und zum Verrecken einfach nicht fertig geworden bin mit dieser Marine-Kampagne. Ich habe eigentlich gedacht, ich mache das an einem Tag fertig. Aber gut, ich habe ja dann auch gestern vielleicht einen kleinen Ausraster bekommen. Aber, ne? There is significant radio chatter in this area private. Unterhält euch ja. Ach, guck mal an, jetzt sind wir hier wieder. Bei dem Predator Tempel finden wir jetzt hier unseren Abschluss. Verstehe ich das richtig? Welcome, Private. Now do you see? Magnificence, grandeur. Human words fail in the face of such a sight. This is bigger than any one life, Private. Was zu sagen. Und zwar habe ich mir vorhin Prometheus angeguckt. Und jeder, der Alien mag, muss. Nimm mal mit. Muss einfach Prometheus gucken. Das ist, glaube ich, echt. Das ist Pflicht. Der hat zwar nicht direkt was mit Alien zu tun, heißt, so gesehen hat er eigentlich eher. Oh, geht eigentlich gut. So gesehen hat er nur eine Verbindung mit Alien. Welche das ist, sage ich jetzt mal nicht. Ist zwar eigentlich kein Spoiler, aber trotzdem gibt ja auch ziemlich viele Leute. Da lasse ich es dann lieber. Aber ich sage mal so viel, ich kann euch nicht empfehlen, diesen Film zu gucken, wenn ihr ihn nicht schon gesehen habt. Jetzt muss er nachschauen. Oh! Ey, das ist so lächerlich! Könnte ich schon wieder sauer werden? Das ist doch einfach nur lächerlich. Wie kann das bitte sein? Komm hier, gib mir die Waffe oder ja, Granaten. Das ist so lächerlich. Lächerlich, Mann. Das kann doch gar nicht sein. Gott, ey, warum hat denn dieser Typ bitte keinen verschissenen Schutzanzug mittlerweile? Trifft die Scheiße auf, Mann. Hat schon Aimbot eingebaut und dann trifft er nicht. Ach so, kann ich Scheiß holen. Keine Muni. Hammer, Leute. Richtig geil. Yo, jetzt kriege ich wieder Muni. Auch super. Mist.
Es war wieder die Säure. Es war wieder die Säure. Es ist doch nicht zu glauben. Wie kann sowas so scheiße sein? Geh mir verdammt auch mal nicht auf den Sack. Gott, also ich muss wirklich sagen, ich bin echt froh, wenn diese beschissene Kampagne endlich zu Ende ist. Das kann doch nicht sein. Ja, piss dich. Recht scheiß, ey. Hab ich vergessen, den PC anzuschauen? Nein. Abflug. Ey, was zieht mir diese Scheiße so viel? Das Geilste finde ich eh, wegrennen bringt ja nicht mal was. Ja! Oh mein Gott, ich sitze schon wieder 6 Minuten an diesem Scheißteil. Das kotzt mich einfach mal an. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich freue mich, wenn ich gleich was anderes Let's Playen kann, muss ich wirklich sagen. Ich meine, an sich ist das Spiel wirklich klasse. Die Predator-Story und die Alien-Story ist super. Aber wenn ihr dann so ein Marine spielt, könnt ihr kotzen. Piss dich. Wie können die so nah kommen? Wahrscheinlich einer hinter mir, sag ich doch. Ja, bis gehen. Oh. Geil, wieder tot. Säure ist überall. Warum nicht? Finde ich so klasse. Mann, ist immer. Ich freue mich, dass ich von der Säure komme. Ja, bis gehen. Ich finde es auch unglaublich, dass ich jetzt immer wegrennen muss. Scheiße, nah kommen. Ey, er steht einfach direkt vor mir. Ja, ja, bist du. Wahrscheinlich kriegt er mich nicht. Scheiße. Es war wieder die Säure. Kann mir bitte jemand vielleicht sagen, wie ich das ohne mache? Also, wie schaffe ich es, dass die keine Säure bluten? Das ist doch bestimmt so ein. Das ist doch so ein Easter Egg, oder? So für die Leute wie mich, die sich dann einfach nur noch aufregen. Ich meine, das kann doch gar nicht sein. Geht mir jetzt aber nicht auf den Sack. Sein, dass ich hier schon wieder 9 Minuten an so einer Scheiße hänge. Verpiss dich! Jo, mehr. Geil, ich bin eingeengt. Ja, richtig cool. Hammer. Das glaube ich wahrscheinlich nicht mehr selber. Jetzt nicht mal langsam. Boah, Alter, ich bin so erschreckt. Haben wir es jetzt mal? Alter, endlich haben wir diesen verkackten Kontrollpunkt erreicht. Kotzt
mich das an. Boah, heftig. Ach, wer ist er denn jetzt? Wer war das? Gib mir die scheiß Waffe. Warum nimmt der die denn nicht direkt auf? Und warum ist da jetzt schon wieder eine Königin? Bleib bei mir. Ach, hier ist noch einer, ganz klar. Kontrollpunkt, wenigstens haben wir das geschafft. Also wirklich, das Ende hier ist ja wohl bis jetzt der pure Scheiß. Ich bin dabei, ich habe nur 304 Schuss. Ich werde sie alle töten. Als erstes hole ich mir hier noch die scheiß Audio-Logs. Liegt auf der anderen Seite vielleicht noch einer. Also unglaublich. Wie kann man bitte etwas so scheiße machen? Wie kann es denn sein, dass nur diese Marines es immer wieder verkacken mit dieser Scheißsäure? Das kann doch nicht sein. Niemand ist so oft gestorben wie ich in diesem Spiel. Das schwöre ich euch. Renn, Junge, renn. Ich muss nicht lange hier rumstehen. Auch jetzt ist dieser Raum noch da. Jetzt kommen hier wahrscheinlich wieder voll viele Aliens. Private. Glad to meet you. Finally. I've been monitoring your progress. I knew you'd make it this far. You're a survivor. Like the hunters that once ruled this planet. Like the xenomorphs they stalk. Like me. It's just that I've had a lot more practice. I'll take that. Have you ever asked yourself where the Marines source their weapons? We're old friends, the Corps and I. In fact, you might say I own it. That means I own you. And when a corporate asset is no longer of use, I dispose of it. Deal with them. Auf jeden Fall so gut aus, dass ich jetzt was wie schlecht diese Pistole eigentlich ist. Ich finde es unglaublich, wie schlecht die Pistole ist. Ah, man muss die bestimmt totknuddeln, oder? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, man muss die umarmen, dann sterben die. Ich hab das nie so mal vor. Ich kann das nicht aushalten. Ah ja, und die platzen ja auch noch. Scheiß Roboterteil. Ich nehme ihn noch mit. Ist der Endkampf jetzt allen Ernstes gegen diese Bastarde? Gegen diese Viecher, die halb Roboter und halb auch die bauen in der Wirbelsäule. Viecher.
Keine Ahnung. Jo, ich bin tot. Ja, damit. Nicht dir unsichtbar machen, auch nicht, wenn du ein Kackvogel bist. So. Und ich ziehe das jetzt durch, auch wenn der Part hier länger wird. Ist mir egal. Es ist jetzt eh der Endkampf, das hat man schon gesehen. Und da sind die Gegner. Sein. Soldaten, die für den arbeiten. Nein, nein. Bist du denn des Wahnsinns? Menschen? Wirklich? Nein, wir brauchen Roboter. Sehr erfolgreich habe ich noch 24, 34 Schuss hier im Magazin. Ach, jetzt kommt der Endschuss. Mit Shotgun. Also, ich habe fast gedacht, ich hätte noch eine Chance. Mann. Das ist scheiße jetzt. Wie soll ich das machen? Bitte? Euer Ernst? Ich renne jetzt einfach. Vielleicht ist hier oben ja was. Ein Shotgun, Auto. Wenigstens 10, ey. Krass. Oh, you have is blind. Pack. Wie soll ich den besiegen? Loyalty reminds you to the possibility. Think of what we could achieve. Kann er nicht reinfallen? Yo, Scheiße, heil dich! Er braucht eine Jahrhundert zu heilen. Mich der Typ an. Hey. Schon wieder auf. Kann er sich nicht mal schwächen? Wenn er mich jetzt nicht umkommt, ich verkaufe. Jetzt bin ich tot. Oh, gut, geschafft. Alter. Na, seine Waffe. Ich hab vielleicht eine spezielle Schaffung. Aim for the head. It's the only. Jo, wo soll ich jetzt hin, bitte? Wo ist jetzt mein Auftragsmarker? Ich will mich verarschen, Alter. Renn doch, Junge. Ne, ich möchte nur einen Schub machen. Nur einen Schub. Mach ruhig langsam mal. So ist alle Zeit der Welt. Bin ich hier rüber? Nein. Heißt also noch einmal außen rum. Boah, das Level-Design ist so unglaublich geil. In echt wäre ich schon tot. Schön nochmal durchgeladen, der Junge. Wahrscheinlich.
We, have the data pad, sir. No complications. Yes. The live specimen is secure. Transmitting data pad contents. Now. This has been a high-cost operation. Let us hope my predecessor's faith in it was justified. It's everything we'd hoped. Worth waiting centuries for. The coordinates to the Xenomorph homeworld. Okay, das war die Marine-Kampagne. Beziehungsweise das war das ganze Spiel. Ihr seht, wir haben 100% erreicht. Ich muss sagen, ich werde jetzt hier kein langes Fazit ziehen. Mein Fazit ist eigentlich nur, Alien-Kampagne lohnt sich zu spielen, Predator-Kampagne lohnt sich zu spielen, Marine-Kampagne weg damit, braucht kein Schwein, ist eine totale Dreckskampagne. Ja, sonst würde ich mal behaupten, ich gehe mal ins Hauptmenü, ich mache jetzt einfach hier einen Schnitt. Wir haben es ja geschafft. Ich lasse hier vielleicht noch ein bisschen so die Credits durchlaufen. Wir haben es geschafft. Es war ein steiniger Weg jetzt zum Schluss jedenfalls. Davor ging es ja eigentlich relativ flott. Ich muss sagen, ich werde es wieder spielen, allerdings nicht mit der Marine-Kampagne. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Ausraster haben euch vielleicht etwas unterhalten. Bis dahin, freut euch auf die nächsten Projekte und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.